Hofmeister aus München, Alexander Kuhl. Hendrik Wüster ist eilig an diesem Morgen. Bloß nicht noch so eine Frage. Wer ist denn nun der eigentliche Gegner der Union? Die Grünen oder die AfD? Es sind die Verbündeten der Menschen, der normalen Menschen. Der Wunsch nach Normalität. Er steht heute über der gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU in München. Gegen den offenen Richtungsstreit der letzten Tage setzt die Union heute eine wohlformulierte Beruhigungspille mit dem Namen Agenda für Deutschland. Damit fordert sie unter anderem Steuer- und Abgabenentlastungen, ein Nein zum Heizungsgesetz und die Senkung der Stromsteuer. Doch es ist die Union selbst, die immer wieder Zweifel an der Geschlossenheit von CDU und CSU sieht. Die Frage, wie man sich positioniert in einem Jahr, in dem mit Hessen und Bayern gleich zwei große Bundesländer wählen. Sind die Grünen der Gegner oder die AfD? Friedrich Merz meint die Grünen. Was die Parteifreunde in Bedrängnis bringt, die in den Ländern mit den Grünen regieren, wie der hessische Ministerpräsident. Ich muss da sagen, das funktioniert sehr konstruktiv, das funktioniert sehr zuverlässig. Ich möchte sogar so weit gehen zu sagen, dass das harmonisch ist, was wir strategisch gerade gar nicht passt. CSU-Chef Söder dagegen bemüht sich um eine Korrektur seines eigenen Kurses. Reines Underbashing. Jetzt in Mali nach Afghanistan wieder evaluiert und dass Politik die Frage beantwortet, warum ist ein weiterer Einsatz gescheitert? 10 Jahre, alles umsonst. Laut Beobachtern wurde der Einsatz in den eigenen der Hauptstadt durchaus gesehen. In Bamako war